Richtlinien von ihren Fans und so weiter. Was bedeuten sie ihnen? Ja, das Land ist sehr fußballverrückt. Also es ist nicht unbedingt ein reiches Land. Und wenn sie ihre Mannschaft erfolgreiche Fußball spielen sehen, dann ist das für sie fast wie Religion, weil man beschäftigt sich eigentlich die ganze Zeit mit dem Fußball, mit den internationalen Ligen. Und wenn dann ihr Land gegen große Nationen, wie zum Beispiel jetzt in der Qualifikation gegen England und weitere große Nationen spielen können, dann ist für sie das Allergrößte, wenn sie ihr Land gegen diese Nationen live im Stadion sehen können. Und wir haben bis jetzt in Pristina 3 Heimspiele gehabt und jedes Mal war das Stadion nach einer Stunde ausverkauft. Fühlen Sie sich noch ein bisschen vielleicht Verantwortlichkeit oder ein bisschen mehr Druck, weil die Fußball wichtig für die Kosovar ist? Ja, im Fußball gibt es immer Druck, aber Gott sei Dank, bis jetzt ging es sehr gut aus. Und ja, auch wenn wir negative Phasen hatten, sie standen immer hinter der Mannschaft. Und wir haben wirklich eigentlich in jedem Heimspiel wunderbare Unterstützung gehabt. Und ja, das ist so wie der 12. Mann für uns. Und ja, die geben uns einen neuen Schwung und ja, ist sicher sehr hilfreich. Aber klar, das übt auch ein bisschen Druck auf die Mannschaft, aber damit muss man ja in unserem Beruf umgehen können. Wie würden Sie die kosovarischen Charakter, Persönlichkeit beschreiben? Heißblütig vor allem? Ja, sehr heißblütig. Also das kennt man, glaube ich, bei allen kosovarischen Spielern, die auch in anderen Ländern spielen oder in ihren Vereinen. Also man ist bekannt, dass man heißblütig ist und ja, man lebt halt wortwörtlich für den Fußball. Das ist für die alles oder nichts und in diesen 90 Minuten ist für die Kosovaren jetzt nicht im Negativen gemeint, aber ist so wie Krieg, wo trotzdem Spaß und Freude macht. Ihre Eltern kommen aus Kosovo, sie waren hier in der Schweiz geboren. Sie haben für die Schweiz ja ein bisschen gespielt schon, aber gab es jemals Zweifel daran, für Kosovo zu spielen im Internationalen? Nein, Zweifel gab es nicht. Am Anfang gab es sicher gewisse Verunsicherheiten, weil ich bin eigentlich in der Schweiz groß geworden, hier auf die Welt gekommen, hier das Fußballspielen gelernt. Und das ist eine andere Mentalität hier in der Schweiz und ist eine ganz andere Ausbildung. Ich wusste nicht, wie das dort angesehen wird. Aber im Nachhinein bin ich natürlich sehr glücklich und auch stolz. Gerade meine Eltern hat das extrem stolz gemacht, dass ihr Sohn für das Land Kosovo auflaufen kann. Und bis heute ist das wirklich eine schöne Entscheidung für mich und Zweifel oder ich bereue es überhaupt nicht. Haben Sie noch Familie und Freunde in Kosovo, die Sie unterstützen? Ja, also ich habe sicher eine große Verwandtschaft, das ist bei den Kosovaren bekannt. Auch bei den Heimspielen, da muss ich natürlich viele Tickets organisieren für die Spiele. Und die Unterstützung ist natürlich riesig und man ist stolz, zum Beispiel jetzt auf mich, weil sie können dann sagen, mein Cousin oder ein Nahverwandter von mir spielt für unsere Nationalmannschaft. Und da Fußball einen großen Stellenwert hat in diesem Land, macht das natürlich die ganze Verwandtschaft riesig stolz. Wie sehr hat es Spaß gemacht, in der Nations League zu spielen? Ja, nachdem wir eine schwierige Qualifikation für die WM hatten, war ein gewisser Druck vorhanden. Weil in der Nations League spielt man mehr oder weniger gegen Gegner, die auf Augenhöhe sind.
Und ja, aber wir haben da gut abgeschlossen und waren die ersten offiziellen Spiele in Pristina, in der Hauptstadt. Und wie man gesehen hat, wie die Leute um ein Ticket für die Spiele kämpfen. Also ja, das habe ich bis jetzt in meiner Karriere nicht erlebt. Das ist einfach ein fußballverrücktes Land und ja, macht riesig Spaß. Wir verstehen uns auch in der Mannschaft sehr gut und die Ergebnisse in der Nations League, die haben uns ja natürlich das alles ein bisschen erleichtert und ist auch eine super Möglichkeit für uns, für die kleineren Nationen, vielleicht mal an einem Endrundenturnier dabei zu sein. Sie waren Gruppensieger, ja, in Qualifikation. Waren Sie als Mannschaft überrascht? Überrascht nicht. Wir kennen oder wissen ja unsere Qualität, die wir haben. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Also ich habe mit 25 bereits zu den Ältesten gehört. Ja, wir haben sehr viel Potenzial. Spieler, die eigentlich alle im Ausland tätig sind oder im Ausland groß geworden sind. Und ja, wir haben schon mehrere Spieler jetzt, die in den Top-Ligen auch aktiv sind. Aber klar, wir sind eine junge Mannschaft, eine neu zusammengewürfelte Mannschaft. Und klar braucht das auch Zeit. Aber natürlich sind wir froh, dass wir Gruppenerster wurden und jetzt in den Halbfinals sind. Ja, Sie können jetzt Erfahrung sammeln in Qualifikation für die Europameisterschaft. Wie aufregend ist es, zum ersten Mal in diesen Qualifikationen teilzunehmen? Ja, ist sicher neu für uns alle. Und auch wird sicher schwieriger sein als in der Nations League. Aber ja, obwohl wir ein kleines Land sind und eine neue Nation, wollen wir uns da nicht verstecken. Wir respektieren die Gegner, aber Angst haben wir nicht und versuchen auch den großen Nationen wie zum Beispiel England ein Bein zu stellen. Ja, schwere Gegner und wie England und ein sehr großes Spiel gegen Montenegro und ja, normalerweise eine fantastische Stimmung in Kosovo. Ja, also ich glaube in Zukunft, in naher Zukunft wird immer eine tolle Stimmung sein in Kosovo, weil für die Leute, dass alles neu ist. Sie hatten noch nie internationale Spiele in ihrem Land. Und wenn dann so Weltklasse-Nationen kommen wie England, dann kommt man auch wegen den Gegnern gerne ins Stadion. Aber ja, auch gegen die Nachbarländer wird eine heißblütige Stimmung sein, wie gegen Montenegro oder auch in der Nations League gegen Mazedonien. Ja, wird sicher spannend und ja, mal schauen, was da rauskommt. Nach Ihrer Meinung, wer sind die besten Spieler im Kader? Ja, wir haben viele junge Spieler mit Potenzial, aber jetzt nicht auf einzelne Namen einzugehen. Wir haben gute Spieler, die auch in den Top-Ligen mittlerweile spielen, aber da wird noch eine sehr junge und neue Mannschaft sind und uns noch richtig einspielen müssen, gibt es bei uns nicht irgendwelche Stars wie zum Beispiel Messi bei Argentinien oder Ronaldo bei Portugal, sondern ja, bei uns kommt es mehr über die Mannschaftsleistung und wenn wir als Team funktionieren, dann können wir auch gegen die großen Nationen bestehen und sobald es auf einzelne Spieler hinausgeht, dann wird es schwierig für uns. Und was für ein Teamtrainer ist Bernard Schalow? Ja, für mich ist es natürlich speziell. Bernard Schalow kommt ja auch aus der Schweizer Fußballschule. Hat mich in erster Linie gefreut, dass ein Schweizer die Nationalmannschaft von Kosovo übernommen hat. Ich kannte ihn davor nicht. Ich habe gegen ihn gespielt im Verein, aber persönlich kannte ich ihn nicht. Aber ja, das ist sicher auch ein Großteil seiner Arbeit, dass wir so erfolgreich gespielt haben jetzt in der Nations League. Und ja, man sieht, er hat viel Erfahrung. Er hat schon mit der Schweizer Nationalmannschaft gearbeitet oder auch in anderen Ländern wie in Armenien. Bringt sehr viel Erfahrung mit. Und
Was bei uns sicher eine Schwachstelle war, war die Disziplin, und da hat er auch extrem einen Schritt nach vorne gemacht mit uns.